Jahr um Jahr schenkt uns die Natur ihre Gaben in reicher Fülle und gibt dem Menschen weiten Spielraum zur Erfüllung seiner Kräfte. Leider hat er sich selbst und seinem Nächsten enge Grenzen gesetzt. Bei einem Flug über Deutschland fällt sofort auf, in wie viel kleine und kleinste Felder unser Ackerland eingeteilt ist. Das Bild einer ungeheuren Grundbesitzzersplitterung. Alte Pläne berichten, dass man schon früh eine Neuordnung der Felder durch Flurbereinigung versucht hat. So wurden im 16. Jahrhundert im Gebiet der Reichsabtei Kempten inmitten neu zugeteilter Felder Einzelgehöfte geschaffen, sogenannte Einödshöfe. Solche Höfe sind auch anderswo das betriebswirtschaftliche Ideal eines Bauernhofes. Das Ziel einer wirtschaftlichen Höchstleistung erstrebt auch die neuzeitliche Flurbereinigung. Als Beispiel die Gemeinde Hopfengarten, die Felder des Bauern Dietz, des Bauern Roth, des Bauern Meier und der übrigen drei ergeben ein wirres Durcheinander unübersichtlicher Besitzverhältnisse. Diese sechs Bauern haben die Nachteile der Besitzzersplitterung erkannt und ihre Felder zu großen Flächen zusammenlegen lassen. So wird die Forderung des Gesetzes erfüllt, das Flurbereinigungsgebiet neu zu gestalten, wie es im wohlverstandenen Interesse aller Beteiligten liegt und wie es das gemeine Wohl erfordert. An dem Begriff des Eigentums soll nicht gerüttelt werden. Überall regen sich die fortschrittlichen Bauern, vor allem die Jugend, um durch eine sinnvolle Neuordnung der Flur eine neue Grundlage ihres Lebens und neue Freude zum Beruf zu erlangen. Die zerstückelten Fluren mit all ihren Nachteilen finden wir überall in unserer Heimat. Schwer hat es zum Beispiel der Bauer Kepler in einem kleinen württembergischen Dorf. Auf dem Ortsplan liegen weit zerstreut seine 162 Parzellen. Die Entfernung aller Felder vom Hof beträgt 206 Kilometer. Die Zeitverschwendung und Kraftvergeudung lässt sich kaum erfassen. Stundenlang ist er unterwegs. Endlich kommt er zur Arbeit. Meist trägt er sein Handwerkszeug spazieren. Der einmalige Hin- und Rückweg zu allen seinen Feldern entspricht der Strecke Nürnberg-Bremen. Das sind 412 Kilometer. Solch schmale Felder können nicht mit Gespann bearbeitet werden. Trotz fleißigster Handarbeit wuchert das Unkraut und gefährdet die angrenzenden Felder. Kunstdünger und Stallmist werden selten bis zur Furchengrenze ausgestreut, schon damit der Nachbar nicht davon profitiert. Solch unwirtschaftlich gestaltete Felder zu bearbeiten, ist eine Qual für Mensch und Tier. Wenn dann noch beim Pflugwenden das bereits bebaute Nachbargrundstück beschädigt wird, gibt's nur Ärger und Streit. Die Zersplitterung des Grundbesitzes bringt notwendigerweise den Flurzwang mit sich. Alle müssen dieselbe Frucht anbauen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des Nachbarn. Zur Verkürzung der Wege werden oft mitten durch die bebauten Felder sogenannte Trippelpfade getreten. Breite Grenzreine oder Furchen zwischen den schmalen Feldstücken verschlingen Kulturland und sind außerdem Brutstätten von Tier- und Pflanzenschädlingen. Eine geregelte Entwässerung ist unmöglich, stauende Nässe auf Feldern und Wiesen sind die Folge. Oft sind die Feldwege zu breit, wiederum Hohlwege zu schmal, sodass keine Maschine durchkommen kann. Die arbeitende Milchkuh wird überanstrengt, und die Milchleistung lässt nach.
Die durch die Grundbesitzzersplitterung entstehende Mehrarbeit trägt zum größten Teil die Bäuerin. Die Enge der Dörfer verhindert jeden Ausbau des Bauernhofes. Enge im Dorf und enge Grenzen in der Flur bewirken eine Verschwendung von Zeit und Arbeit, mindern den Ertrag und verhindern jede fortschrittliche Entwicklung. Die Lösung dieser Frage entscheidet über Sein oder Nichtsein der deutschen Landwirtschaft. Wie wenig trotz aller Bemühungen bisher erreicht wurde, ist in überzeugender Weise an der Karte Westdeutschlands dargestellt. Die zu bereinigende Fläche ist wesentlich größer als die, die schon zusammengelegt ist, oder die Fläche, die einer Bereinigung nicht bedarf. Der Anteil der einzelnen Länder ist zwar unterschiedlich, jedoch leiden unter den schädlichen Folgen der Besitzzerstückelung immer noch über 7 Millionen Hektar, das sind 48% unserer gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Diesen volkswirtschaftlichen Missstand zu beheben, ist der Sinn der Flurbereinigung. Im ganzen Bundesgebiet sind die Flurbereinigungsbehörden der Länder die Träger dieser großen Aufgabe. Sie planen und führen sie durch in enger Zusammenarbeit mit den Beteiligten. Das Für und Wider wird lebhaft diskutiert. Es lohnt sich schon, darüber nachzudenken, ob ein Viertel bis ein Drittel mehr Ertrag aus einem Hof herausgeholt werden kann. Die Erfahrungen bereits durchgeführter Flurbereinigungen geben wertvolle Anregungen. Vor der Ausfertigung einer neuen Einteilungskarte werden die Wünsche der einzelnen Bauern vom Flurbereinigungsamt entgegengenommen. Die Eigentümer werden über die Vorteile der Flurbereinigung aufgeklärt und beraten. Um eine gerechte Zuteilung der neuen Flächen zu ermöglichen, wird der Boden nach Klassen eingeschätzt. Auch die beteiligten Behörden und Ämter kommen zu Wort. Nun kann der neue Einteilungsplan hergestellt werden, wobei moderne technische Einrichtungen wertvolle Dienste leisten. Es ist Aufgabe des Sachlandmessers, aufgrund seiner Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse eine gerechte und zweckmäßige Neueinteilung der Flur vorzunehmen. Und es gibt viel Kopfzerbrechen, bis endlich die fertige Karte vorliegt. Die Arbeit im Freien beginnt. Und was bis jetzt nur Plan war, wird Wirklichkeit. Aus zerstückelter Natur wird bereinigte Flur. Die Landschaft zeigt ein neues Gesicht. Große Flächen ermöglichen rationelle Bewirtschaftung. Der lang ersehnte Schlepper mit Großgeräten kann eingesetzt werden. Genossenschaften leisten hier gute Dienste.
gummibereifte Wagen macht sich bald bezahlt. Jetzt lohnt sich auch die Technisierung des inneren Betriebes. Schädlingsbekämpfung und Düngerstreuen durch Maschinen sparen Arbeit und erhöhen die Wirkung. Neu angelegte Mähweiden ermöglichen höhere Futtererträge und größere Viehhaltung. Beregnungsanlagen rentieren sich. Großzügige Obstbauanlagen auf genossenschaftlicher Grundlage geben dem Obstbau neuen Auftrieb. Baum und Strauch gehören in die Landschaft. Die planende Landesgestaltung will durch Windschutzstreifen und Hecken die natürliche Bodenfruchtbarkeit erhalten. Das ganze Leben im Dorf erhält neuen Impuls. Es wird gebaut. Neue Scheunen, ja, selbst neue Bauernhöfe. Da und dort entstehen auch neue Siedlungshäuser. Teiche für Geflügelzucht und Badeanstalten können angelegt werden. Endlich hat auch die Bäuerin wieder Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und Freude macht die Arbeit in den vergrößerten Gärten, die sich um das Dorf ausgedehnt haben. Freilich kostet alles Geld, doch der Staat hilft. Die Flurbereinigung ist eine große Aufgabe. Doch wenn wir alle Hand anlegen, werden neue Kräfte in unserer Landwirtschaft frei und die Erzeugung wird gesteigert. Zum Segen unserer Heimat. Musik.